So, ich begrüße euch zurück zu Company of Heroes. Ich nehme die Folge direkt im Anschluss auf zu den drei vorherigen. Mal wieder mit Manu. Wir haben die letzte Mission abgeschlossen. Wir haben den Oberleutnant Schulz oder wie er auch immer hieß, mal kurz aus seinem Panzer gepustet und schauen jetzt doch mal, wie es weitergeht. Jo, denke ich, ist eine gute Entscheidung. Die 300.000 Mann starke 7. Armee befindet sich auf dem Rückzug. Unser Missionsziel besteht darin, ihnen den Weg abzuschneiden. Wir müssen verhindern, dass sie den Rhein überqueren und auf der anderen Seite Verteidigungslinien errichten. Britische, kanadische und polnische Truppenverbände rücken von Norden her nach. US-Divisionen unter Führung der Ebel-Kompanie stoßen von Süden hervor. Da wir die Lufthoheit errungen haben, können wir die deutschen Konvois ganz nach Belieben unter Beschuss nehmen. Heute steht alles auf dem Spiel, was wir seit dem D-Day erreicht haben. Wenn wir unsere Aufgabe erfüllen, ist das Schicksal der deutschen Armee besiegelt. Dann kehrt in Europa endlich wieder Frieden ein. Tja, wenn mich nicht alles täuscht, dann ist das die letzte Mission. Das heißt, die Company of Heroes Reihe von meinem Let's Play neigt sich dem Ende zu. Es war auf jeden Fall recht schön, muss ich sagen. Ich habe mit schwer angefangen. Das war dann doch manchmal ein bisschen zum Haare ausreißen, während man jetzt merkt, dass normal dann doch so zum gemütlich Durchspielen geeignet ist. Ich bin nach wie vor ein bisschen krank, da ich die Folge jetzt auch noch am selben Abend aufnehme, da die letzten drei Missionen ja nicht sonderlich lange gedauert haben. Weswegen es öfter mal ein bisschen vorkommt, dass ich schneuze, schniefe oder sonst irgendwelche Geräusche von mir gebe, die eigentlich nicht geplant sind. Ja, und dann möchte ich euch jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen und direkt fortfahren. Schön, wenn die Soundausgabe mal wieder nicht richtig funktioniert von dem Spiel. Kommt ab und an mal vor. Okay, wir versuchen es mit einem zweiten Anlauf. Zieht die Köpfe ein. Ja, das jetzt mit Tontauben schießen ist ein bisschen gemein. Achtung, Ebel-Kompanie, der Konvoi wurde zerstört. Wir halten uns bereit. Sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie uns brauchen. Jo, machen wir. So, wir müssen jetzt den Kessel schließen. Einheiten der 7. Armee ziehen sich entlang dieser Straßen zurück. Es ist ihre letzte Chance zur Flucht. Unsere Aufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass sie sie nicht nutzen können. Wenn wir ihnen den Weg abschneiden wollen, müssen wir unser Gebiet mit dem der Kanadier und der Polen im Norden verbinden. Während unseres Vormarsches müssen wir diese Brücken sichern. Dadurch verengen wir den Fluchtkorridor der Deutschen und verlangsamen ihren Rückzug. Also gut, Able Company, bringen wir es hinter uns. Kessel von Falaise. So, ja, das Problem ist, dafür brauchen wir, dafür müssen wir ein bisschen schnell agieren und ziemlich flexibel sein, weswegen ich die Airborns nehme. Ja, und dann legen wir doch direkt mal los. So, da war es schon das Schneuzen, was ich angekündigt habe. Dann nutze ich jetzt mal die normale Infanterie, die ich hier gerade noch zur Verfügung habe, um feindliche Einheit ausgeschaltet. Dann nutze ich jetzt gerade mal die Infanterie, um die Punkte hier einzunehmen. So, das Ziel ist unser Gebiet mit dem hier oben zu verbinden. Die Medaille weiß ich nicht, ob ich die schaffe. Die ist ziemlich nervtötend auf der Karte.
So. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Ja, geht da jetzt Artillerie runter? Ja, so wie es aussieht. Ja, Gott sei Dank. Sind die ein bisschen daneben? Ja, ich weiß nicht, soll ich, kann ich die Brücke einnehmen? Ich weiß nicht mehr, ob da Minen drauf waren. Wenn ja, dann Sie achten es nicht auf! Sie greifen die Brücken an! Ja, ich glaube, das ist nur sekundäres Ziel. Müssen wir nicht unbedingt. So, dann rücken wir mal mit dem Panzer so ein bisschen nach vorne. Schauen mal, was wir da so erreichen können. Da, ah ja, da steht der Pack. Okay, gut zu wissen. Unten, nee, das war die Pack. So, Konvoi der Achsenmächte gesichert. Hier, das heißt, die werden hier irgendwo langfahren. Da möchte ich hin. Ah, fuck. Da ist natürlich auch noch ein Pack. Tja, reimt sich sogar. Okay, dann muss ich gucken, was ich mit dem Panzerjäger mich hier hinstelle. Feindliche Einheit, wir haben auch Jäger in der Luft. Sie erbitten die Absprungkoordinaten. Ich ginge in Stellung. Dann rücken wir direkt vor zur nächsten Stellung. Verstanden. So, dann versuchen wir den Aufwand. Hier, Scharfschütze! Schütze, wegschärfen! Eine unserer Einheiten wurde ausgelöscht. Welche? Oh, verdammt. Das waren meine Fallschirmjäger. Das ist ungut, das ist wirklich ungut. Die brauche ich nämlich dringend. Ich sollte auch schauen, dass ich so zügig wie möglich Produktionsstufe 2 erreiche. Einfach um dann... Ja, der Panzerwagen, der macht mir jetzt gerade so ein bisschen Strich durch die Richtung. Hier stand doch irgendwo noch ein Panzerabwehrgeschütz, ne? Soweit ich mich noch erinnern kann. Ist doch gerade aufgetaucht, genau. Okay, das heißt, ich versuche das so ein bisschen von da hinten her anzugehen. Ich muss natürlich währenddessen noch so ein bisschen drauf achten, dass die Idioten beschießen ihre eigenen Stellungen. Ich muss jetzt so ein bisschen drauf achten, dass ich hier die Konvois nicht verpenne. Das wollte ich sagen. Waffen durchladen, vorwärts! Reißt euch zusammen, Ranger! Die Veranstaltung hat unsere Nachrichten gegen unseren Stützpunkt. Ranger in Bewegung, meine Damen! Wir haben schon bald wieder die. So, so viel zum Thema flexibel und so weiter. Der Feind hat unsere Einheitenwege geschaut. Nicht genügend Arbeitskraft, das heißt, wir brauchen dringendst. Sie greifen eine unserer vorgelagerten Stellungen an und wollen sie erobern. Wir sind immer da, wo es heißt. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen bescheuert, aber. Ja, wobei, ist gut ausgegangen. Verdammt. Ja, die dürfen eigentlich nicht durchbrechen.
ist das Problem. Ja, da komme ich jetzt nicht rüber. Eine der gesicherten Sektoren wird angegriffen. Eagle, mir nach! Wir verschwinden von hier! Feindliche Einheiten ausgeschaltet. Wir haben eine Bazooka! Sie greifen eine unserer vorgelagerten Stellungen an und wollen sie erobern. Okay, wir sammeln erstmal so ein bisschen Truppen. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen still bin, aber ich muss mich gerade so ein bisschen konzentrieren. Und ich bin nicht sonderlich gut im zwei Sachen gleichzeitig machen. Ich weiß, da bin ich komplett prädestiniert, um Let's Plays zu machen. Eine der gesicherten Sektoren wird angegriffen. Aber naja. So, Gruppe 2. Der Feind hat unsere Nachschubwege durch Infanteriereserve in Marsch gesetzt. Jawohl, Verstärkung wird eingeladen. Ja. Crocodile, es wird Zeit, sie platt zu machen. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Ich weiß nicht, habe ich den einen jetzt noch erwischt? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ja, verdammt. Oh, puh. Da haben wir einen Panther dabei. Das wird ungut, das wird richtig ungut. Ja, ich habe auch nicht genügend Munition. Wir sind einsatzbereit. Wir brechen die Zelte ab. Die Augen in meine Richtung. So. Also, dann. Hierhin, Punkt annehmen. Hierhin. Ach, verdammt. Umschalttaste vergessen. Hierhin, Punkt annehmen. Hierhin, Punkt annehmen. Hierhin, Punkt annehmen. Hierhin. Punkt annehmen. Hier hin. Punkt annehmen. Ja, verdammt. Da hageln die mir voll rein. Naja, kann man nichts machen. Fallschirmspringer sind auf dem Weg. Ich jag dabei schon mal ein paar mehr Fallschirmjäger runter. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob es wirklich für die Mission relevant ist, die ganzen Konvois wirklich aufzuhalten. Ich glaube, ich befürchte aber fast, ja. Oder? Nee, sieht nicht so aus. Weil ansonsten wäre jetzt schon irgendeine Fehlermeldung gekommen. Okay. Stufe 1 haben wir schon fertig. Das sind gute Nachrichten. Luftaufklärung ist nun verfügbar. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Sie alle ausgeschaltet. Die Eagles gegen die Crows. Wir nach, ihr kommt schon. Okay, wir nach, Leute. Wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Gut, dann nehme ich jetzt so ein paar Punkte ein und versuche den Kessel einfach zu schließen. Ja, das klang gerade nicht sonderlich gut. Was feuert denn da gerade die ganze Zeit? Da ganz da oben kommt wieder ein Konvoi. Naja, bis jetzt läuft es ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Wir müssen einfach nur schauen, dass wir hier die Punkte einnehmen. Und so ein bisschen zu Ende kommen. Ja, das war klar, dass da jetzt eine Mine ist. Dann nehmen wir doch mal noch unsere Pioniere. Gruppe 3, Flammenwerfer. Und den Punkt hier einnehmen noch. So, dann würde ich sagen, als nächstes den. Dann tasten wir uns hier so entlang dem Ufer so ein bisschen nach vorne. Ja, kann ich mir natürlich nicht leisten. Weil keine Munition. Zuhören, Leute. So, der Crocodile tut auch ganz gute Dienste eigentlich, muss ich sagen.
Ach ja, klar, die haben wir ja schon. Ja. Ansonsten ist hier, glaube ich, nichts mehr, worum wir uns großartig kümmern müssen. Die Teile hier, ja, brauche ich eigentlich nicht sonderlich, aber nützt vielleicht was, wenn ich hier so ein bisschen verteidigen möchte. So, dann holen wir uns doch nochmal einen Trupp Ranger oder sollen wir uns lieber einen Panzer holen? Ja, leisten könnten wir uns eigentlich einen Sherman. Wir haben die Zielposition eingenommen. Kein Kontakt. Hoffen wir, dass die Deutschen uns nicht erwarten. So, das heißt, hier müssen wir ein bisschen sichern. Zielposition ist gesichert. Vielleicht sollten wir uns hier eingraben. Das werden wir nachher auch gleich machen. Auf jeden Fall werde ich mit den Pionieren... keine Arbeitskraft. Keine Arbeitskraft, immer wieder dasselbe. Airborne Ranger, hoffen wir, dass die Deutschen uns nicht erwarten. Ja, die Scharfschützen, die sind auf jeden Fall auch nützlich. Die schießen die Sachen hier schon ein bisschen aus Entfernung weg. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Ranger, das Ziel wurde ausgeschaltet. Okay, Airborne Ranger. Viel einfacher, wenn die eine Sekunde nicht schießen würden. 4 Links-50er bereit für etwas Action. Passt, der hier rennt schon wieder. So, 47 Minuten müssen wir jetzt, haben wir jetzt noch, um den Kessel zu schließen. Hoffen wir so, doch mal das Beste. Deutsches Transportfahrzeug ausgeschaltet. Okay, gut. Perfekt. So, wo ist jetzt das Problem? Da. Das heißt, ich versuche jetzt doch mal direkt. Perfekt, Hauptgeschütz ausgeschalten. Dann nehmen wir doch mal Gruppe 1. Und vorrücken Gruppe 2. Darf hier einnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das sekundäre Missionsziel noch probieren soll. Keine Ahnung. Habe ich eigentlich nicht sonderlich viel Interesse dran. Ich weiß, wenn man so ein Spiel spielt, sollte man es eigentlich komplett spielen. So, so, wir verlieren einen strategisch wichtigen Sektor. Das wollen wir nicht zulassen. Deswegen komme ich jetzt mal mit meinen Pionieren mit Flammenwerfern. Und wie man sieht, sind die auch ziemlich effektiv. Oh, ziemlich, ziemlich effektiv. Wir sind bereit. Erobert die Siegmarke. Greife den Feind an. So, meine Panzer sind jetzt nicht mehr in allzu gutem Zustand. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Das heißt, ich sollte jetzt eigentlich meine Pioniere nutzen. Bau eingeleitet. Bringen wir das hinter uns. Ja, ich glaube, einer reicht erstmal. Dann nehmen wir doch direkt noch die letzten paar Manpower-Punkte, um noch Produktionsstufe 2 in Auftrag zu geben. Und ich möchte hier den Punkt noch ein bisschen besser geschützt wissen. So, ja, beginne mit der Jagd. Dann jagen wir doch mal die hier. Ich hoffe ja mal, dass ich das noch schaffe, die zu reparieren. Ja, sieht auf jeden Fall gar nicht mal so übel aus. So, wir haben leider nicht genügend Munition, um sämtliche Airborne Ranger mit Panzerabwehrgeschützen auszustatten. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, wir haben ja schon 4. Die sind schon schlagkräftig genug so. So, und dann kommt, holt euch den noch auf. Scharfschützen, bumm.
Nee? Okay. So, Produktionsstufe 2 ist auch abgeschlossen. Ah, da sind meine Scharfschützen. Die scheinen hier gerade so ein bisschen Spaß zu haben mit dem Panzerabwehrgeschütz darum. Feindliche Einheit ausgeschaltet. So, Gruppe 3 muss dringend reparieren. Okay, Männer. Wir haben in meine Richtung. Airborne Ranger, hoffen wir, dass die Deutschen uns nicht erwarten. Ein Scharfschütze hat uns im Visier. Sie schießen mit Wasser auf ihre Suche zu schießen. Ich werde angegriffen. Verstärkung ist auf dem Weg. Sie alle von der Winde. Feindliche Einheit ausgefallen. Der Scharfschütze da oben wird mir jetzt wahrscheinlich das Leben so ein bisschen zur Hölle machen. Ah, jetzt hat man genügend Munition, mach mal. Ist, glaube ich, eine gute Idee. Wir verlieren unsere Position. Boah, jetzt nervt. Okay, Leute. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Bereit! Ja, das ist halt das Problem. Die plänkeln jetzt alle wieder so ein bisschen und versuchen, mich dran zu hindern, die Punkte einzunehmen und auch wirklich eingenommen zu halten. Feindliche Infanterie ausgeschaltet. Ende. Los, schnell, schnell. Bring diesen verdammten... Der Feind hat unsere Nachschubwege durchbrochen. So ein bisschen arg nervig. Dann nehme ich doch jetzt mal noch die Möglichkeit wahr, Panzerabwehrkanonen runterzuwerfen und versuche, dieses dumme Ding hier mal wegzuknallen. So. Ja, perfekt. Die sind hier schön festgenagelt. Der flieht. Panzerabwehr bereit. Fahrt los mit dem Ding. So, welche Position müssen wir da jetzt noch einnehmen? Bin ich jetzt ein bisschen blind? Ja, ich glaube die hier. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Okay, da haben wir auch noch einen Mörser. Ist nicht so lustig. Mech. Ja, aber so wie es aussieht, haben wir jetzt gleich den Kessel geschlossen. Da unser Verbündeter jetzt doch auch mal sich bewegt und hier doch auch mal so ein paar Punkte einnimmt. So. Ja, da hört man direkt die Flak schießen, sehr geil. Klingt auf jeden Fall super. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Hier Airborne Ranger, geh auf diese Position vor, Airborne Ranger. Willkommen in Frankreich. Der Punkt ist, gehört nach uns. Sehr schön. Ja, dann könnte ich eigentlich mal versuchen, vielleicht doch noch die das Sekundärziel von der Mission zu schaffen. Indem ich hier mal noch versuche, die Brücken einzunehmen. Das wäre eventuell gar nicht mal so übel. Was haben wir da noch? Ein Ostwind-Flakpanzer. Puh. Könnte ich gut drauf verzichten, sagen wir es mal so. So, wo haben wir einen Konvoi? Da. Panzer 4. Ja, ist jetzt nicht so die Herausforderung. Hm, der ist repariert. Der wird gerade repariert. Erinnert mich an die Autowerkstatt bei uns zu Hause. Ja, na dann. Ach, verdammt. Ja, ich habe leider nicht genügend Munition, um euch mal hier den Bombenangriff da zu zeigen. Ist ein bisschen ärgerlich, weil den bräuchte ich jetzt gerade für den Bunker. Ich weiß nicht, ob wir das so schaffen. Das zu zerhageln. Oh schön, unser Verbündeter wird angegriffen. Ich habe jetzt allerdings nicht sonderlich viel Interesse, dem zu helfen. Sie greifen die Brücken an! Ja, das tue ich. Durchaus. Hier raus!
Wir haben schon bald wieder die volle Stärke erreicht. So. Meine Scharfschützen rücken im Hintergrund so ein bisschen vor und ja, werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, rechtzeitig, bevor die hier hinüber sind, die auszuschalten oder überhaupt noch einen Schuss abzugeben. Ist aber auch nicht schlimm, solange wir die Brücke einnehmen, ist super. So, die hier sind alle repariert, bis auf den hier, so wie es aussieht. Das freut mich. Oh. Ich glaube, das waren mehr so. Brücke erobert. Panzerabwehrmannschaft bereit. Ja, das war wohl ein Treffer. Das war wohl ein Volltreffer. So. 57 mm zu viel. Hängt euch gefälligst an! Ja, das MG-Nest hier drin wird auch nicht lange leben. Dann versuchen wir mal noch kurz die Brücke einzunehmen. Die sind alle ganz gut dabei eigentlich. Und dann würde ich sagen, rücken wir weiter vor. Ranger unter Beschuss! Wir haben schon bald wieder die volle Stärke erreicht. Wir sind die Airborne Ranger! Wir sind ständig umzingelt! Los, renn! Weg hier! Die Eagles gegen die Crowds! Infanteriereserve in Marsch gesetzt. Verstärkung wird eingeleitet. Achtung! Los! Ja, die dummen Minen überall, ne? Beziehungsweise ist eigentlich gar nicht so dumm. Mo, ein Panzer. Ungut. Panzerabwehrgruppe unter Feindbeschuss! 20 Grad! Feuer! Tja, das kann ich nachvollziehen. Das werden die dir allerdings wahrscheinlich nicht erfüllen. Bereit und Feuer! Feindliche Einheit ausgeschaltet. Mit Mörsern auf mich! Hier Scharfschütze, ich werde angegriffen! So. Da fährt ein Tiger durch. Das ist ja gruselig. So. Wow. Ungut, 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 ungut. Das ist wirklich ungut. Ja, dann. Panzerbrechende Munition. Wow, das hat jetzt Schaden gemacht. Das hat gut Schaden gemacht. Pioniere unter Beschuss. Das leider im Gegenzug auch. Das tat ordentlich weh. Verstärkung ist auf dem Weg. Feuer! 20 Grad! Ist der gemein. Ja, aber ist eine gute Taktik. Das war ein Treffer natürlich auf die Front. Sie haben schon bald wieder die volle Stärke. Vorrücken und das Ziel bekämpfen. Wir Ranger. Infanteriereserve in Marsch gesetzt. Verstärkung wird von der. Naja, fuck, wir haben einen unserer Scharfschützen leider verloren. Aber wir haben den Panther zerschossen, so wie es aussieht. Ja, perfekt. Sehr guter Trupp, sehr, sehr guter Trupp. Danke, freut mich. Ah, oh, schön. Wenn man sich auf seine Leute verlassen kann, ist das doch super. Der Panther will uns zum Frühstück verspeisen, ja. Das glaube ich auch. Airborne Ranger Verstärkung ist auf dem Weg. Die Eagles gegen die Crowd. Feuer! Die Abstände an Ranger. Der Turm kommt von oben. Die Feuerspannung. Ja, jetzt sieht man auch, warum Mörser doch ganz gut sind. Die Deutschen verzeichnen Geländegewinn. Wir Ranger. Alles wieder zu Dienst.
Wir müssen die Straßen frei halten! Nix da. Wir machen die Straßen dicht. Also wie es aussieht, haben die mir jetzt gerade die... 57 mm zu Ziel. Na, ist das nervig. Die muss ich da, glaube ich, stehen lassen. Jawohl, keine Deutschen zu sehen. Naja, dann machen wir es halt so. Die Deutschen verzeichnen Geländegewinne. So, vielleicht will ich aber doch noch einen Scharfschützen haben, weil das fand ich jetzt noch recht cool, diese Kombo aus Scharfschütze und Airborne Ranger. Feindliche Einheit ausgeschaltet. So, das war's mit euch. Verstärkung ist auf dem Weg. Die Eagles gehen nach, ihr Kotzbrocken, mir nach! Die Eagles gegen die großen Herrsche, gehen wir! Die Eagles gegen die großen Herrsche, gehen wir! Ja, das lese ich gern, Trefferheckpanzerung. Außer Kontrolle ist sehr schön. So, dann nehmen wir die Brücke noch ein. Und dann sollten wir eigentlich auch schon so gut wie durch sein. Hoffe ich doch. Airborne Ranger, Gewehre bereit! Bringen wir das Ding in Bewegung, Männer! So, die kriegen ihre Waffe, sehr gut. So, und dann? Was müssen wir dann noch machen? Dann müssen wir auch eigentlich durch sein, oder? Oder ist das noch nicht verbunden? Na, so wie es aussieht, ist noch nicht verbunden. Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Das hier müssen wir noch schaffen. Oh, da haben wir noch ein Gebäude von denen. Alle Brücken gesichert. Den Krauts ist der Weg abgeschnitten. Ja, perfekt. Die Sekundärmission geschafft. Primäre weiß ich nicht. Ob die jetzt schon fertig ist, auf jeden Fall die von der Medaille noch nicht. Oh, ein Tiger, sehr schön. Den holen wir uns. Ja, den holen wir uns auf jeden Fall. Verstärkung wird eingeladen. Wir haben schon bald wieder die volle Stärke erreicht. Die Eagles, tja, beschießen ihre eigenen Truppen, da muss ich echt lachen drüber. Jungs. Zielgenauigkeit ist alles. Na, da haben wir also. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wir haben die 20 Grad Stärke. Feuer! Scheinbar ist mein Scharfschütze entweder nicht durchgegangen oder er wurde gerade von diesem bösen Viech da weggeschossen. Eins von beiden. So. Also ich denke, die Medaillenmissionen werden wir nicht mehr schaffen. Ist aber, glaube ich, auch nicht schlimm. Wir haben so viele Medaillen nicht geholt. Da kommt jetzt auf das eine oder andere auch nicht mehr an. Na, kommt schon. Wie wär's mal? Jungs? Fehler? Oh, schau mal. Was ist das denn hier für ein Depot an Nervsäcken? Okay, dann ist das hier jetzt meine Gruppe 4. Die hier sind irgendwie festgefroren oder so. Keine Ahnung, was mit denen das Problem ist. Ungut, ich dachte eigentlich, das Spiel sei ausgereift. Weil die ja doch irgendwie insgesamt 3 oder 4 GB an Patches rausgegeben haben. Was allerdings daran liegt, dass es ja diese ganzen Erweiterungen gibt und damit man das noch online spielen kann, müssen natürlich alle quasi auf dem neuesten Stand sein und sich alle diese Erweiterungen runterladen. Allerdings nur wer es kaufen kann, der kann, nur wer sich diese Erweiterungen kauft, der kann dann auch die Einheiten nutzen, die neu dazugekommen sind. Ja, perfekt. Wir haben den Kessel von Falaise geschlossen.
Jetzt wird's schwierig. Panzer, die sich unserer Position nähern. Sie werden versuchen, unsere Linien zu durchbrechen. Wir haben den Kessel von Falaise geschlossen. Ja. Bevor wir die Zigarren rausholen, haben wir noch einen Job zu erledigen. Diese Panzer sind das letzte Aufgebot der Deutschen. Das wird Wenn schwierig. Wir sie ausschalten können, ist die 7. Armee so gut wie erledigt. Weil die dürfen jetzt wirklich nicht durchkommen. Soweit ich weiß. Wir müssen die Straßen frei halten! Gruppe 2 hierhin. Was ist das? Oh. Da haben wir noch einen Teaser stehen. Meine Gruppe 4 wird mal noch ein bisschen unterstützt durch ein weiteres Bataillon Airborne Ranger. Komm. Sind jetzt alle gut. Alle da. Jawohl. Sie greifen die Brücken an! So. Gruppe 4. Ja gut, Gruppe 1 macht das hier quasi alleine. Da muss ich glaube ich nicht mehr allzu viel dazu tun. Ja, wobei, die brauchen vielleicht doch noch Unterstützung, dadurch, dass da ja doch noch ein paar Tiger mitrutschen. Sehr gut. So, ich glaube, das war's auf der Seite mit Panzern. Dann müssen wir schauen. Ach, das war's schon. Orden nicht erhalten, 300 Gegner vernichten. Ja, das war mir, wie gesagt, schon ein bisschen klar. Aber das war's, meine Freunde. Unspektakuläre letzte Mission. Nee, Quatsch, war schon anspruchsvoll, also so ein bisschen. Ja, das ist ja mal ein Haufen Leichen, würde ich sagen. Ist auch sehr höflich, die Deutschen, die Überlebenden direkt daran vorbeizuführen. Der eine oder andere wird dann wahrscheinlich doch noch seinen Kollegen da liegen sehen. Ist nicht sonderlich nett. Ja, epochale Abspannmusik, sorry, der Stuhl, der gerade im Hintergrund knarzt. Damit geht jetzt die Let's Play-Reihe fürs Erste zu Ende. Am 19. August 1944 schloss sich der Kessel von Falaise, 50.000 Deutsche ergaben sich den alliierten Truppen, 10.000 weitere wurden verwundet oder getötet, damit waren die Tage des deutschen Widerstands in der Normandie gezählt und so weiter und so fort. War jetzt ein bisschen zu schnell zum Lesen. Naja, egal. Wie dem auch sei, wo bin ich stehen geblieben? Ja, hat mir auf jeden Fall ziemlich Spaß gemacht. Die Medal of Honor haben wir leider nicht erhalten, aber mein Gott, gibt, glaube ich, Schlimmeres auf der Welt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Das war jetzt meine erste Solo-Let's Play-Erfahrung. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlecht und es war nicht ganz übel. Es hat mich, wie gesagt, ziemlich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Wenn ihr das im Nachhinein, wenn das schon so ein Jahr drin steht oder so, anguckt, freut es mich, dass ihr euch auf meine Videos verirrt habt. Und insofern hoffe ich, man sieht sich bei irgendeiner anderen Let's Play-Serie. Und bis dahin sage ich adieu, tschüss.